Sudele, Endspurt, 9. Juni, Endspurt im Livestream mit Anno 1800, Endspurt mit WB, mit euch auf YouTube und auf Twitch und auch Endspurt weit nach Mitternacht mittlerweile schon mit Ivy. Hallo Little Key. Hallo. Juhu. Du bist eine unserer Community-Moderatorinnen, Community-Moderatoren auf community.writingbull.de. Falls ihr, ich muss es auch mal zu Beginn eines Videos oder eines Aufzeichnungsblocks auch mal sagen, falls ihr unser Forum nicht kennen solltet, unfassbar, Ivy postet euch gleich nochmal den Link dazu. Ihr findet in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube ganz weit vorne auch einen Link auf die Anno-Sektion bei uns im Forum. Dort findet ihr nicht nur Ivy, dort findet ihr auch viele andere Anno-Spieler und Spielerinnen, die mit euch sehr gerne Tipps und Tricks austauschen und ja, was weiß ich, euch auf die Sprünge helfen, wenn es irgendwo stockt, oder Experten und Pro-Gamer-Tipps rüberraunen, euch die neuesten Infos geben über irgendwelche Updates, Patches, die analysieren, wie auch immer, was auch immer. Das ist echt ein richtig guter Anlaufpunkt. Deinen Blog lesen, Ivy bloggt und chattet da sehr gerne und kennt sich ja verdammt gut mittlerweile mit dem Spiel aus. Urun, dein Co-Moderator in der Anno-Sektion, kennt sich auch gut aus mit Anno. Und da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten. Schaut euch das unbedingt mal an. Ganz, ganz ernsthaft. Jetzt wollen wir aber weiter zocken. Wir haben einiges vor. Denn zum einen, das machen wir mal ganz schnell vorneweg, damit wir das nicht vergessen. Du hattest Bedarf, du wolltest mich mal coachen. Mehrere Leute im Chat hatten gefragt, da war irgendwas mit einem Item. Wir wollten Tiere kaufen, wir wollten ein Zoo einrichten. Wir brauchten ein wenig Attraktivität für einen Sprung. Entschuldigen Sie, mein Kofferinhalt liegt. Plus 30 fehlt uns noch an Stadtattraktivität. Wir sind ja keine originelle Hauptstadt mehr, sondern. Was sind wir denn dann, Ivy? Ich habe dich gerade mit Item angesprochen, statt mit Ivy. Ja, ich bin ein Item. Du bist mein Stream-Item. Ein Luxus-Item. Du bringst meine Streams plus 200 Attraktivität und Intelligenz. Vielen Dank. Bitte. Ja, da geht's noch höher, ja, aber ich hab die ganzen Titel nicht im Kopf. Ich bin auch, glaube ich, bei meiner Stadt auch schon bei über 3000 oder so. Aber dann will ich das sofort reduzieren. Dann sind's nicht plus 200 Intelligenz als Item, nur 180, entschuldige. Das ist ja aber der Stand, den ich für dich mache. Wir müssen erstmal gucken in die Zeitung. Oh nein, Fake News. Ich würde so gerne was machen, aber ich traue mich nicht. Oh, sieht doch ganz gut aus. Wir müssen den Leuten etwas mehr Zeugs geben, weil die unsere Waren für geringer einschätzen, als sie es eigentlich sind, aufgrund des angeblichen Wurstdebakels, über das dieser Zeitungsfuzzi dort schreibt. Er hatte seinen Bleistift hinter dem Ohr, den sollte man ihm da mal wegziehen und in das Ohr stattdessen reinstecken und ganz, okay, keine Gewaltfantasien gegen die Presse. Nicht Angriffspakt wiederum findet er klasse, Aufstandswahrscheinlichkeit sinkt und er ruft seinen Lesern auch zu, eine Atempause von der Gewalt ist er gut. Beides zusammen liefert uns minus 50% Aufstiegswahrscheinlichkeit, das ist ganz gut. Nur dieses angebliche Wurstdebakel, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wir nehmen das an, denn wir haben zuletzt so viel rumzensiert, unser Volk mag das nicht, alles gut, da können wir mitleben. Das ist übrigens, lieber Ivy, lieber Chat, bereits die 78. Ausgabe unserer Anno-Chroniken. Wow! Ich danke Ihnen. Ja, noch 22 und dann können wir eine Fete feiern. In der Tat. Wir schauen mal bei Items. Es ging dir um ein Hafenmeister-Item. Die wolltest du mal checken. Wir haben drei Stück. Nee, nicht um Hafenmeister. Es ging um ein Item für die Handwerkskammer. Da haben wir 11. Genau, da ist auch irgendwas fürs Kraftwerk dabei. Eins haben wir doppelt. Ich gehe mal ganz schnell durch und suche mal die raus, die gut sein könnten für ein Kraftwerk. Ich glaube, das sind keine Druidensicheln. Sehr unwahrscheinlich, ja. Schreinereien, Holzfelder, Hütten. Hier, Beeinflusskraftwerk. Magnetiker. Produziert gelegentlich extra Öl. Den hatten wir auch eben schon mal kurz gehabt. Er wird von seinem Berufsfeld magisch angezogen. Also magnetisch angezogen. Deshalb heißt der Magnetiker. Ist das nicht dieser X-Men-Professor? Ist das genau. Nicht? Das ist auch der Magnetiker. Den haben wir hier. Ja, der lohnt sich definitiv. Weil er gelegentlich extra Öl produziert. Genau, wenn wir gelegentlich extra Öl haben. Ich rechne jetzt so um. Wir haben den drin. Das Kraftwerk produziert ab und zu zusätzlich Öl. Wir werden bald ein zweites Kraftwerk brauchen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Und wenn das erste Kraftwerk nicht so viel Öl vom Ölhafen abzieht, kann das ins zweite rein. Dann brauchen wir nicht so viel Öl herstellen. Wir schauen mal,
Oh, wir haben keine Handelskammer in der Nähe. Wo haben wir denn überhaupt Handelskammern stehen? Dahinter? Ach, wir benutzen die ja kaum. Ich check mal, ob wir, also wir können das problemlos neben in die Nähe des Kraftwerks stellen. Lass uns mal kurz überprüfen, ob wir noch weitere coole Items haben für eine Handelskammer, die beeinflussen, wo wir das hinsetzen sollten. Wo wir die jetzt hinsetzen sollten. Wenn du dich auch nach dem Tod sehnst. Cyankalium, nein, du kannst es leider nicht kalkulieren mit solchen Items. Das ist zufällig. Also, das kann man nicht einrechnen, wie viel Öl. Man kann ein bisschen schätzen und sagen, ja, okay, es unterstützt. Aber mehr auch nicht. Also ich kann es nicht einrechnen, leider. En Hallo, droht uns Krieg an, wenn wir uns nicht erpressen lassen. Ich lass mich erpressen, dafür liebt sie mich. Tolle Art der Liebe. Ich schmeichle ihr. Du bist ja so toll, wenn du mich erpresst, sie. Das findet sie wunderbar. Ich werfe ihr noch ein Geschenk hinterher. Echt. Wir nehmen es. Sie nimmt es großzügig an. Da wird man ja echt zum Frauenhasser hier. Entschuldige bitte, Ivy, wenn ich das laut sage. Alles in Ordnung. Aber wir könnten sie noch um eine Aufgabe suchen, weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin gerade im Schmollmodus. Stattdessen checken wir mal weiter unsere Items hier bei den Handwerkskammern und gucken, ob wir da Tierhöfe, nee, die sind nicht in der Nähe vom Kraftwerk, Getreidefarmen auch nicht, Kartoffelhöfe auch nicht, Kraftwerk, okay, Lehmgruben, Zementminen, Schreinereien, Holzfällerhütten, alle Produktionsgebäude, aber wird nach Gebrauch zerstört. Schweinezucht, Vasenmeister, nein, brauchen wir alles doch nicht. Das heißt, wir bauen jetzt eine Handelskammer, die auch einen ganz kleinen Radius hat. Wo quetschen wir die hin? Vielleicht könnte die doch was beeinflussen. Wenn wir die geschickt platzieren. Wenn wir die hier an den Stadtrand setzen und hier irgendwelche Produktionsgebäude bauen würden, die dazu passen. Wer weiß. Wird das hier noch ausreichen, um das... Wie viel vom Gebäude müssen innerhalb des Kreises sein? Überhaupt irgendein Feld? Die Hälfte? Weißt du das, Ivy? Nochmal entschuldige bitte. Was weiß ich? Du hörst mir nicht ständig zu? Leider nicht, weil ich zwischendurch ab und zu doch mal in den Chat gucken muss. Ich bin tödlich beleidigt. Es tut mir fürchterlich leid. Ich schmolle jetzt. Ich sag keinen Ton mehr in den nächsten Minuten. Mach den Stream doch alleine. Mach den Stream alleine, Ivy. Nein. Gar keinen Fall. Also nein, im Ernst. Mir ging es um Folgendes. Die Handelskammer. Ich will die so weit wie möglich von dem Kraftwerk hinwegnehmen, wie möglich, damit ich im Norden vielleicht noch irgendwas anderes beeinflussen kann. Und wie sehr muss das Kraftwerk innerhalb des Radius von der Handelskammer sein? Also in diesem Grenzbereich, muss das zur Hälfte abgedeckt sein, das Kraftwerk? Oder überhaupt nur ein Stückchen, eine Parzelle oder ganz? Es sollte meines Wissens nach mindestens und... Wer es besser weiß, aber meines Wissens nach sollte mindestens ein Viertel drin sein, damit sie anerkannt wird. Ein Viertel? Ich nehme mal das Gebäude hier weg. Sie haben uns aus der... Ich teste hier mal ein paar Dinge aus. Ich schau mal, ob ich die Handelskammer mit ein bisschen Glück hier platziert bekomme. Das Glück verlässt mich. Das reicht nicht aus. Dann bin ich bereit, eine Straße abzureißen. Ich mach mal Folgendes. Ich setz das, wenn ich das drehe und hier hinsetze. So machen wir das. Ich probiere mal was aus und wenn es euch nicht gefällt, schreit ihr einfach und dann gucken wir, ob ich das eventuell wieder anders mache. Jetzt, ich brauche ja keine Straße, ne? Die Handelskammer? Ich brauche keine Straße. Jetzt hat sie eine. Es funktioniert wie geplant. Reicht das aus? Wir gucken, dass wir das eine Haus nicht von der Straße entfernen. Hat das eine? Ja.
Wir haben mehr Einfluss bekommen durch die Handelskammer. Wusste ich gar nicht. Handelskammern geben Einfluss? Unterhaltskosten minus 3? Was? Das ist ja ein Ding. Wir haben dadurch Einfluss gerade bekommen. Das war mir gar nicht klar. Nee, die zieht Einfluss steht ab. Verwaltungsangestellter. Ach, du hast jetzt so viel Einfluss in Handelskammern investiert, dass du dadurch den globalen Unterhalt um 3% gesenkt hast. Das von ist was? Diese von allem? Geh mal auf die Einflusspunkte. Klick mal auf die Einflusspunkte oben links drauf. Da, wo 397 bei dir steht. Da kannst du das am besten sehen. Und ja, von allem. Globaler Unterhalt. Cool. Da sparen wir richtig Geld. Toll. Super Sache. Das heißt, du hast keinen Einfluss bekommen. Du hast ihn erfolgreich investiert. Da kannst du halt dann auf Optimierung klicken und da siehst du das auch. Oder du klickst halt eins weiter rüber zur Übersicht, das geht auch. Was wollten wir nochmal einsetzen? Den Maschinisten. Da ist er. Natürlich den Magnetiker. Den letzten, Magnetiker, auf den ich hovere mit der Maus. Oh, so, jetzt gucken wir mal. Ah, das reicht nicht fürs Kraftwerk. Ich muss das Kraftwerk weiter runtersetzen. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Jetzt wollen wir mal gemeinsam rausbekommen, wie dicht der ans Kraftwerk rankommen muss. Jetzt ist das Kraftwerk. Ja, wir haben das, das Kraftwerk. Du hast zwei Häuser von der Straßenverbindung getrennt, ne? Dass du die wieder anbaust. Das reicht auch. Zu zwei Dritteln angeschlossen. Das reicht nicht. Witzig. Also ich denke, man muss zur Hälfte, ein Gebäude muss zur Hälfte in der Reichweite einer Handelskammer sein oder auch ein Wohngebäude. Das merken wir uns mal, weil das sollte die Hälfte sein. So, okay, sind wir schon mal ein bisschen klüger. Den Rest gucken wir uns nachher. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier rumbauen. Und machen das auf diese Weise. Ohne Straße. So, das klappt schon mal. Jetzt noch die Frage, das ist natürlich jetzt sehr suboptimal, die Holzfällerhütte, die steht aber sowieso bescheuert. Die platzieren wir mal woanders hin. Die Waffenruhe wurde beendet. Schauen, ob wir einen schönen Platz für die finden. Wir haben ja sowieso Holz in Hülle und Fülle. Aus dem Holz nimmt so viel Platz weg, ich vermute, das werden wir irgendwann ohnehin woanders produzieren, oder? Ja, also ich habe das Holz auch mal irgendwann ausgelagert. Wir setzen es mal hier an den Hafen. Stand gespeichert. Da kommt's hin. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. So, steht am Hafen, alles gut. Darum haben wir uns jetzt gekümmert. Da können wir sogar noch ein paar weitere hinstellen. Notfalls. Wie sieht es mit dem Fisch aus? Da hatten wir zuletzt viel Fisch pausiert. Ja, ja, Fisch lässt nach. Apropos Fisch. Da ist die zweite Sache, die ich noch sagen wollte. Wir hatten eine, Hafenmeisterei gebaut und da hast du ein Fisch-Item reingelegt. Du hast die Fische verschoben, aber nicht die Meisterei. Ja, dann werden wir das mal sofort ändern. Das war... Genau. Das andere war die ausgebuffte Zollbeamtin-Hafenaktivität. Die sollte allerdings beim Kontor stehen bleiben. Da sollte er vielleicht noch eine Hafenmeisterei bauen. Ach, wir haben doch Einflusspunkte. Hau raus! Genau. Das heißt, die Hafenmeisterei bleibt hier stehen. Ich kann endlich die Dampfschiffwerft bauen. Endlich, wir haben genug Fenster. Hat lange gedauert. Hat aber keinen Strom. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, der Strom reicht bis da unten hin. Jetzt haben wir mühsam alles. Kurz vorher reißt es ab. Ach, das kriegen wir aber hin. Ich weiß wie. Wir verkürzen den Weg. Das kriegen wir hin. Wir legen die Straße hier um. Also wir legen die nicht um, wir bauen hier noch eine hin.
Mal gucken, das wäre doch gelacht. Mal gucken, ob es jetzt reicht. Ja, Strom ist da. Mit Trick 17. Klasse. Sehr schön. Wenn es niemand anders macht, dann lobe ich mich jetzt mal. Daniel, das hast du gut gemacht. Danke, Ivy. Hast du großartig gemacht. Nicht, dass ich das bräuchte, dass man dir Komplimente macht. Ach, aber ich freue mich drüber. So bescheiden. Ja. Okay. Das haben wir also gelöst. Knappe Geschichte, es klappt. Dampfschiffwerf ist da. Wir können aber nichts bauen, weil uns die Öltanke, was hier so alles gibt, Schlachtkreuzer, wow, Frachtschiffe und Monitore sogar. Ja, ich kriege einen weiteren Monitor. Ich habe nur zwei im Augenblick. Ich bin schon seit langer Zeit schon einen dritten. Großartig. Jetzt bin ich hochmotiviert. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass man nur Dampfmaschinen dafür bauen muss, dann kann man sich selber Monitore herstellen. Cool. Vielleicht sogar selber PCs. Dann bräuchte ich diesen Asus-Stream gar nicht. Ich bin total motiviert. Ich brauche einen Anno 2018. Quersumme 9. Das sollte möglich sein. Dann baut man sich tolle Computermonitore. Das mache ich. Das wäre auch ein schönes Mod-Projekt. Bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede, Thema Dampfschiff Dingsbumse. Wie heißt das nochmal? Loks? Nee. Wie heißt nochmal dieses Gebäude? Uhrenwerkstätten? Nein. Dass das wir eben gebaut haben oder bauen wollten? Ahnst du, worüber ich fasel? Die Motorenfabrik. Die Geschützfabrik. Nee, Geschützfabrik. Motorenfabrik, das war's. Da ist sie. Wir haben noch keine gebaut. Wir können sie jetzt bauen. Wir haben genug Fenster. Sie braucht Strom. Oh, ist die groß. Ja, die ist riesig. Da habe ich auch unfassbar geschluckt. Stimmt, die wollten wir hier bauen und wir wollten stattdessen dafür... Hier, das war das Experiment, das wir machen wollten. Ein kleines Stückchen von der, von den Gleisen hier umlegen. Hoffentlich geht das gut. Lasst uns beten an den Gott aller Motoren und Eisenbahnschienen. Ich reiß jetzt das Gleis mal ab, während die Lok drüber fährt und guck mal, ob was passiert. Meine Zunge. Lok ist weg. Lok ist weg. Die fährt woanders hin. Ich gehe mal in den Pausenmodus. Wo ist nun mal die Pausentaste, die geheime? Wie heißt nun mal der Cheatcode für die Pausentaste, Ivy? Hey, aber ich glaube, die willst du nicht benutzen. Ja, dann ist es schwer, wirklich eine Pause. Bevor ich irgendwas abreiße, baue ich erst was Neues. Und zwar eine Eisenbahnschiene hier entlang. Jetzt reißen wir das hier ab. Und jetzt bauen wir. Eine Motorenfabrik passt genau hier hin. Wow. Auf die Millimeter. Zack, ist jetzt da. Gleich ist sie da. Ich werde ganz nervös. Entschuldigt bitte, meine Stimme überschlägt sich. Das ist die Gier des Aufbaustrategen. Zack. So. Schauen wir uns die mal aus der Nähe an. Eine Motorenfabrik ist gebaut. Messighütten. Müssen wir gleich mal checken, ob das mit den Messighütten ausreicht. Hier steht sie. Messing wird hingeliefert. Stahl. Kein Stahl mehr im Lager. 0,0, das ist wenig. Ja klar, weil wir alles für die Stahlträger gerade raushauen. Sie hochleben. Messing ist in rauen Mengen da. Das ist nicht das Problem. Die Waffenruhe wurde beendet. Wir haben ein echtes Problem mit Stahl, Ivy. Das haben wir alle. Stahl ist furchtbar. Ja. Das ist ein Satz, den du vor 2 Monaten wahrscheinlich noch nicht gesagt hättest, laut, ne? Wir haben alle ein Problem mit Stahl. Stahl ist furchtbar. Das sind Sätze, die bekommt man erst als Anno-Spieler. Gehen die einem plötzlich flüssig über die Lippen? Ja. 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 Was machen wir jetzt? Wir schalten mal Ausschau. Wir machen die Nähmaschinenfabriken. Deaktivieren wir erstmal. Eine. Wie viele haben wir? 4. Nein. Haben wir 4? Nein, das ist das Lager. Wir haben 4 Nähmaschinenfabriken. Ich mach mal eine weg. Die ist schon deaktiviert. Wir haben schon eine, die schon deaktiviert ist. Okay, ich deaktiviere. Ich denke, auf Dauer kommen wir nicht darum, noch Stahl herzustellen und nicht immer zu posieren. Wir werden herstellen. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Das glaube ich auch.
Ja, halt mal Ausschau, wie viel Eisenminen haben wir hier? Zwei, beide sind angeschlossen. Wie viel Eisenvorkommen haben wir? Wie viel Eisen haben wir? Roheisen haben wir auf dem Lager? 95. Darf ich einmal ganz kurz etwas sagen, was gerade mal kurz nichts mit Anno zu tun hat? Ganz kurz. Oh je, an Martin, ne? Martin, ganz, ganz viel Liebe von mir und eine gute Besserung an deine Frau. Ja, wirklich. Schöne Grüße von uns. Gottes Willen, die Arme. Doch es ist nicht allzu schlimm. Alles Gute. Genau, Stahl. Wir gucken erstmal, was wir an Stahlverarbeitung haben. Was Stahl verbraucht im Augenblick. Und ob wir da noch irgendwas stilllegen können. Ich guck, wir machen es mal umgekehrt. Ich werfe mal einen Blick ins Magazin. Wir zäumen das Pferd mal umgekehrt auf. Also vom Schwanz. Und nicht am Kopf. Und ich hoffe, dass mich das Bild zu irgendwas hinführt. Wir checken erstmal die Konsumgüter, ob da irgendwo absoluter Überfluss ist und arbeiten von da aus rückwärts hin, ob wir irgendwo die Stahlproduktion ein bisschen drosseln können. Dadurch, dass wir halt bei den Fertigprodukten irgendwas teilweise pausieren, was Stahl verbraucht. Irgendwas in der Art. Nähmaschinen haben wir schon gemacht. Fleischkonserven haben wir eben erst eingestellt. Das hast du gecheckt. Hochräder sind wir dick im Plus. Die verkaufen wir, damit machen wir einen dicken Gewinn. Aber ich denke, da können wir auch beim Verkauf... Weil wir können ruhig nur... Ach, wir haben aber nur eine Hochradfabrik, glaube ich, Alvi. Ja, weil wir auch davon nicht so viel brauchen. Hm. Dann können wir da schlecht eine zweite stilllegen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, am meisten Sinn würde es zum jetzigen Zeitpunkt erstmal machen, zu gucken. Wir haben Nähmaschinen, wir haben Hochräder, wie sieht es mit den Glühbirnen aus? Wir haben Uhren, wir haben Brillen. Brillen sieht stabil aus, Glühbirnen, hoppla, produzieren wir die überhaupt? Grundbedürfnis bleibt stabil, nichts im Lager. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Produzieren wir wirklich schon Glühbirnen? Ja, das ist ja ein Ding. Wir haben eine Glühbirnenfabrik und wir haben exakt plus minus null an Glühbirnen im Lager. So was habe ich ja noch nie erlebt. Genau darauf wollte ich hinaus. Wir produzieren perfekt Glühbirnen. Weil ich hatte jetzt gerade überlegt, bevor wir das machen... noch zu Investoren aufzuwerten, um ein bisschen mehr Bilanz einzunehmen wieder, damit wir diese zusätzliche Stahlfabrik auffangen können. Ich glaube, da ticken wir anders, weil ich bin ja, ich denke mir, wenn wir 5 Millionen auf dem Konto haben, das ist vollkommen egal, ob wir jetzt 8.000 oder 2.000 im Plus sind, das sind so Unmengen, das wird sowieso die ganze Zeit mehr. Na gut. Also ich brauche keine positive Bilanz, wenn ich so einen riesen Haufen auf dem Konto habe. Dein Spielstand, deine Regel. Das hast du gut gesagt. Das heißt, ab jetzt bin ich allein verantwortlich für meinen Spielstand und Ivy lässt mich ins offene Messer rennen. Um Gottes Willen, nein. Ich fange gleich an zu weinen. Nein. Wir brauchen, ja, aber wie soll man eine weitere Stahlfabrik bauen, wenn wir dafür gar nicht genug Eisen haben. Wir haben nur 2 Eisenvorkommen hier in Bullstadt. Also wie viel Eisen im Lager? Zu wenig, um eine weitere Stahlfabrik damit zu füttern. Dann können wir aber ein bisschen cheaten. Und zwar verkauft jemand Eisen, bevor du jetzt noch Eisen baust. Sehr und gut. Und zwar der unser Knast-Typi verkauft Erze. Eisen, Gold, Zink. Da könnten wir ein bisschen Eisen in der Handelsroute und uns einfach das Eisen kaufen. Machen wir sofort. Ich stelle mal ein bisschen bei den automatischen Verkäufen ein, dass unsere Lagerbestände ein bisschen höher sein dürfen. Was ist denn das hier? Quarzsand. Und wie gesagt, dann würde ich noch eine aktive Route machen und aktiv das Zeug einkaufen. Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir.
Die Waffenruhe wurde beendet. Stell mal ein, was wir alles verhökern können. Das sind teilweise etwa... Wir kaufen Rindfleisch? Ach, das ist ja steinalt hier, die Anzeige. Ja, das ist aber nicht schlimm. Du hast da ja den Balken so gesetzt, das habe ich auch gesehen, dass es nicht so schlimm ist, wenn du da mal in 2 Tonnen dazu kaufst. Mhm. Ist das nicht schlimm. Kannst du ruhig so lassen. Ich gehe trotzdem mal alle durch und wir haben ja mittlerweile erhöhte Lage. Oh! Scheint auch Probleme bei Kartoffeln zu bekommen. Bevor wir irgendwas expandieren, merkt mal bitte mit Kartoffeln. Ernstes Kartoffelproblem. Das hier ist soweit alles okay. Also bei Kartoffeln sollten wir was drehen. Da haben wir aber auch ein Item. Wir haben irgendwo ein Kartoffel-Item. Das setzen wir einfach ein. Bitte mit auf deinen Spickzettel. Holz nimmt extrem ab, steht hier. Kann auch sein, weil wir die Holz... Ich glaube, wir haben auch irgendwas, was gut für Holz ist. Es kann auch sein, dass ich... Wir haben auch irgendwas, was gut für Holz ist, genau. Kartoffel und Holz müssen wir mal checken. Boah, massive Probleme. Nee, wir haben echt dicke Probleme mit Stahl. Also mit dem Grundstahl, dem Rohstahl. Sieht auch bei Talg nicht gut aus. Schreib sie das bitte auch mal aus. Wir haben zu wenig und ein leichtes Minus. Glas ist immer noch das Problem. Das haben wir kürzlich was nachgebessert, aber ist immer noch heikel. Das müssen wir, also das müssen wir beobachten, sagen wir mal so. Bitte auch ab auf die Liste damit. Das ist soweit hier okay. Ja, jetzt sind wir einmal durch und ich glaube, ja, wir haben wirklich das ein Seifenproblem. Talg und Seife. Da müssen wir nachbessern. Also, ich wollte als erstes mal die Kartoffeln angreifen. Wir haben eine Kartoffelroute, das weiß ich. Kannst du die mal aufmachen, dass wir mal gucken? Ganz klar, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Ach so. Ich bin fast fertig. Ich hab Geduld. Ja, Kartoffeln und Schnaps. Also irgendwo hakt es da. Entweder bei Kartoffeln oder bei Schnaps. Oder bei beidem. Wurst hängt auch mit den Schweinen zusammen. Das ist noch okay, aber könnte auch ein Problem werden. Also in diesem ganzen Themenfeld. Das müssen wir irgendwie checken. Boah, was ist denn das hier? Rum? Nee, das ist, kann man nicht sagen. Das kriegen wir ja geliefert. Das kann doch, das weiß man nicht. Rum ist kein Problem. Das muss nicht auf die Liste. Wir verkaufen Brillen, das ist okay. Pelzmäntel verkaufen wir ebenfalls. Alles okay. Wir haben Unmengen an Hochrädern. Die kann man auch mal einfach aufs, beiseite legen mal. Erzähl mal, was du alles auf der Liste hast, liebe Ivy. Kartoffeln, Kartoffel-Item, Holz, Talg, Seife und Glas beobachten. Das kriegen wir jetzt nicht mehr gebacken. Darum kümmern wir uns alles. Also die Liste, die ist wertvoll, die brauchen wir. Um die kümmern wir uns bei dem nächsten anderen Stream. Und dann kümmern wir uns um das Thema Stahl. Das kommt auch auf die Liste. Ich schicke dir das Safe-Game rüber. Wann ist unser nächster anderen Stream, liebe Ivy? Ich guck gerade nach. Also der... Übernächste, weil der nächste, da spielen, da zeigen wir zwar die schönen Anno-Städte, aber eigentlich im Zusammenhang mit dem, wir bauen einen PC-Stream. Der 19.05. Der 5. glaube ich nicht, 19.06. vielleicht. Meine ich ja, 19.06. Entschuldigung. Genau. 19.06. Da setzen wir diese Partie fort. Echt, erst in 10 Tagen.
Ja, anderthalb Wochen. Weil wir, stimmt, weil der übernächste, das sagen wir alles nachher, der übernächste Stream ist ein Mitternachtsstream. Genau. Das ist der am nächsten Samstag, von Samstag auf Sonntag, da habe ich, glaube ich, am Anfang von, da war ich, glaube ich, umnachtet oder übermüdet oder irgendwann, habe ich in einem Stream gesagt, wisst ihr was, wir streamen mal ab 24 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht. Das ist der übernächste Samstag, von Samstag auf Sonntag. Aber das habt ihr mir aufgebrummt, weil ich das irgendwie als Idee laut rausposaunt habe und niemand ist mir ins Wort gefallen. Daran, ne? Aber ich räche mich, indem ich euch einfach sage, dass ich euch nicht sage, welches Spiel wir vorher spielen. Mache ich einfach nicht. Ihr müsst euch überraschen lassen. Oder ihr kommt nicht. Oder ihr sagt, ich will wissen, welches Spiel es ist. Und da gucken wir mal. Ich nehme mal hier ganz schnell noch eine Quest an. Ich hoffe, du findest es aufregend. Für den nächsten Stream. Madame Kahina, da kommen noch auf die Liste Zoo. Zoo und Tiere. Lieber Ivy. Und Quest. Kahina Quest. Alles beim nächsten Stream. Alles auf einmal. Wahnsinnig viel, was wir da erledigen müssen. Alles auf der Liste und ja, ich habe wirklich eine Liste. Natürlich hast du eine Liste, sonst würde ich das ja nicht sagen. Ich verlasse mich drauf. Ihr Lieben, ich quatsch mit den Leuten im Livestream noch ein bisschen weiter, aber allen, die die Aufzeichnung verfolgt haben, sage ich bis zum nächsten Stream. Macht's gut und immer dran denken, jeden Abend 22 Uhr. Hallo, gute Nacht. Gute Nacht mit Anno. Tschüss. Tschüss.